So, hier irgendwo müsste mein Schneidradar jetzt gleich losgehen. Nein. I don't care. Ist mir egal. Ihr seid unnötig. So, okay. Irgendwo hier müsste er jetzt noch sein. Ach, sieh an. Ich nehme den. So. Also ich kann ihn dir nur, also ja, wobei, wenn du eher so Sachen wie Blue Exorcist und Yu-Gi-Oh! Und sowas schaust, dann bin ich mir nicht sicher, ob das was für dich ist. Also. Ich kenne die Story von Blue Exorcist im Groben. Keine Sorge. Ich nicht. What? Wieso war da nichts drin? Wie soll ich das verstehen? Sind wir wieder hier beim Fandom angekommen? Ah. Schön. Also ist irgendwo hier. Und solche Storys kenne ich aus einer anderen Sparte. Aha. Exorzistenbrüder. Ah, ich nehme den hier, hä? Oder auch nicht? Die Frage. Also er ist auf jeden Fall hier irgendwo. Ach, der ist das. Na, sieh an. Von dem Regenbogen Hintergrund MKT Sternen. Ja, mei. Man kann auch als Brüder miteinander gehen. Ich meine. Man sollte es nicht, weil es ist illegal, aber man kann. Von daher. So, okay. Ja, also ich kann dir das mal schicken. Ich fand den eigentlich ziemlich cool. Ich habe ihn gerne gelesen. Und ich meine, wenn du eh schon sowas gelesen hast, dann kann ich das auch nicht mehr verderben. Von daher. So, gut. Manora. Das ist der hier. So, die Tokai. Die Tokai waren aus den Oracle-Teilen, ne? Oh, das heißt, die sind im Dschungel irgendwo. Okay, der Waschart-Plateau. Ah ja. Ah ja. Ah ja, ah ja. Wo ist denn das Wascherplateau? Das ist Wascher. Oh, wie gut ich bin im Finden, ey. Dude, ich bin so gut. Wo will ich hin? Und dahin? Philly, um es klarzustellen, solche Gedanken sind normal XD. Ja. Ey, Feli, kennst du eigentlich, Ich meine, es gibt auch noch schlimmere Stern, Huststern, Stern, Huststern, Boko, Stern, Huststern, Stern, Huststern. Oh ja, der. Pff, da habe ich ja köstlich gelacht, der war ja so lustig. Also, ja, da habe ich echt gelacht, wie ich den geschaut habe. Der war so absurd, da musste ich einfach lachen. Es geht immer schlimmer.
Link, hallo. Festhalten. Ich habe alle drei Teile gesehen und ich musste sagen, er hat mich wirklich köstlich amüsiert. Also, ja. Hast du den etwa auch schon gesehen, Feli? Ich frage für einen Freund. Vielleicht war ich ja nicht der Einzige, der lachen musste, als er den gesehen hat. Das wird jetzt auf jeden Fall ein nerviger Schrein, der da als nächstes ansteht. Du hast ihn geschaut. Kann ich davon ausgehen, dass wir denselben meinen, drei Teile? Ja, natürlich. Der mit dem kleinen. Ist das eine Antwort? Der mit dem Jungen und dem Auto. Und später sind es mehr als eins Jungen, da sind es drei Jungen und kein Auto mehr. Ja, ja. Wie gesagt, ich fand ihn köstlich lustig. Der war so bescheuert, dass ich einfach lachen musste. Oh, du bist einer von denen. Oh, schade. Hallo? Ich würde gerne was sehen. Ja, dann nehme ich dich halt mit. Uiuiui, das war nicht lieb von dir. Warte. Haha. So, halt. Bist du dumm? Sogar ein wertvoller. Fotografiere ihn. Wieso? Zu spät. Der hat nicht mal ein Gesicht. Wie sieht er dich überhaupt? Und dann kille ihn. Die Macht der Liebe. Er sieht mich mit Hilfe der Macht der Liebe. Das ist doch eindeutig. Oh Mann, ist das bescheuert. So wie in Boku no Pico, da geht's auch um die Macht der Liebe. Hier gibt's einen Gegner, so. Okay, Ja, wir denken dasselbe. F-Stern-Stern-Stern-T-Shit-I-M-Out. Weil er mich amüsiert hat? Ich fand ihn halt lustig, weil er so bescheuert ist. Hast du dir denn wirklich alle drei Teile angeschaut? Wenn ja, wieso? Wenn du ihn... Also, ich frage für einen Freund. Das wird jetzt lustig. Von den normalen Evaoks gibt es drei Arten. Die normalen... Die mit Leuchtsteinen und die mit seltenen Steinen. Ach so. PSHHHHHHTTTT, das soll doch keiner wissen. Oh. Du musst dich dafür nicht schämen, Feli. Ich habe ihn mir auch angeguckt. Aber das ist schön, dann kann ich dir meine Empfehlung ja zuschicken, ohne dass ich mich schämen muss dafür. Das ist okay. Wir haben uns dann endkommal zu unterhalten. Ausgiebig XD. Ich arbeite beim Ordnungsamt, ich hab keine Freunde. Solange du Musik machen kannst wie der Wahrheit Vogel hier. Oder Pflicht? Wahrheit? Ich würde sagen einfach Wahrheit. Such's dir aus. Wo ist er denn? Was macht ihr denn hier? Nein, gegen euch will ich gar nicht kämpfen. Ich such. Alter, ich höre die Musik von dem Vogel nicht mehr wegen euch. Ach, da oben hängt er. Ja, dann ist ja gut zu wissen. So, mein Bester, wie komme ich jetzt hoch zu dir? Pflicht wäre nicht ungünstig in meiner Situation. Am Ende kommt ihr an und wollt, dass ich mich umbringe.
Also in Zelda. Das wäre nicht mein Ziel. Mit Flyax. Ich lege hier eine Aufzeichnung meiner Reisen auf der Suche nach alten Liedern in jeder ersten Seite. Ah ja, okay. Ja, die gibt's halt noch. Westlichen Hyrule-Ebene, die Yard-Brücke. Mhm. Wie du hochkommst. Revali Scale XD? Was? Ach, gar nicht. Nein, du warst nicht zu laut, ist in Ordnung, sag mal. Warte ab. Sieh an, hochzuklettern. Ja, ich bin geklettert. Wir haben da gehockt und es uns alle zusammen angeschaut, bis die Hälfte errötet in der Ecke gehockt hat. Stern ME Stern. Was, WOP? Wahrheit oder Pflicht? Ach so. Du hast es wegen Wahrheit oder Pflicht geschaut. Oh, okay. Naja, das ist schon in Ordnung. Du musst dich nicht dafür schämen, dass es dir gefallen hat. Okay, ja, ein Lied wird überliefert. Möchtest du das Lied? Ja, erzähl mal. Viel Vergnügen, legen wir los. Die Nacht des Blutmondes beginnt. Allen Monstern ist neues Leben bestimmt. Wer auf des Helden Prüfung sehen, wie neugeboren den Sockel erklimmt. Von Zeit zu Zeit ereignet die Nacht des Blutmonds. In der Nacht geschehen finstere Dinge. Hallo. Hallöchen! Danke für einen Host. Bist du verrückt? Oje, oje, hi, hi ihr alle, schön, dass ihr da seid. Gut, umso mehr wünsche ich dir... What? Oh, cool, hi, danke für dein Follow. Umso mehr möge dir dich vom Licht erfüllt sein. Ja, ist in Ordnung, was? Hi, hi. Ja. Na, wie geht's dir? Hallo, Chen. Hi, hi. Wir reden gerade über super tolle, Anime. Frag nicht weiter nach. Danke. Es ist besser für dich. Okay. Ja, wann ist denn jetzt immer mal wieder Blutmond? Immer Wahrheit lieber meinem Gruß HS beichten, anstatt ihm aus heiterem Himmel zu küssen oder Stern Hust Stern Schlimmeres zu müssen. Oh. Follow Hype. But wait. Ist... Hä, aber ist es nicht gut, wenn du ihn küssen musst? Weil, I mean, du bist in ihn verknallt. Also ich meine, ich wäre da ja glücklich drüber. Also jetzt nicht unbedingt, wenn es dein Crush wäre, aber halt, ne, wenn es meiner wäre. Muss aber jetzt gehen. Okay, ciao. Was könnte schlimmer als küssen sein, Philly? Für das, was ich denke, seid ihr noch zu jung, oh. Hey, Spirell hostet Markus H.I. Stern, Hust, hi. Stern. So. Oh, süß, sag die nicht, Philly ist schüchtern. Das stand auch zur Debatte, oh. Oh Gott, danke, dass du dieses Effeature nutzt. Danke. So, okay. Beispiel 3. Okay, tschüss. Ja, was mache ich denn jetzt hier? Muss ich jetzt echt warten, bis Blutmond ist? Wir kriegen raus, wann das nächste Mal Blutmond ist. I mean... Ich meine, okay, ich lese ja, was hier los ist. Ich muss dich ablegen und ich muss... Dich ablegen und ich muss dich ablegen und ich muss dich ablegen, ich muss dich ablegen. Und jetzt lieber nicht ganz hingucken. Genau. Hey. Stern errötet Stern. Oh, wie putzig. Was mache ich denn jetzt? Ach so, du meinst danke für meinen Vorleser. Ja, das, die habe ich irgendwann mal reingenommen. Stern streichle Philly, so dass sie nicht mehr errötet ist, Stern. Wahrheit oder Pflicht ist langweilig, es kommen immer dieselben Fragen. Ich habe tatsächlich Wahrheit oder Pflicht nie gespielt. Ich weiß auch gar nicht wieso. So. Ja, jetzt kann ich hier warten, oder was? Das ist ja eine geile Aufgabe, ey.
Na gut, komm, Revali, wir gehen nochmal hoch. Und warte, bis Nacht ist. KKOMMT, ein roter Mond. Stehen bleiben. Wenn nicht, dann zur nächsten Nacht etc. Also am Tag einen Blutmond zu erwarten wird schwer. Das ist richtig, Anton. Hallo, Anton. Aber ich habe eigentlich keinen Bock, jetzt woanders hinzugehen. Ja, da ist jetzt blöd, dass ich Feuer machen muss, damit ich hier... Wenn sie halt wenigstens für Feuer gäbe oder so, ne? Aber hier gibt's, glaube ich, keins. Lagerfeuer. Ja, aber die muss ich selber machen, das ist blöd. Und Strohi, komme mal in den Voice, dann spielen wir es mit Philly und wer noch will, LOL. Wie willst du denn Wahrheit oder Pflicht über irgendeine Entfernung spielen? Wie soll das funktionieren? Was willst du? Pflicht. Wie soll denn Pflicht funktionieren? Naja, aber es sieht nicht so aus. Hier ist nirgendwo, ne? Oh. Was spielen? Wahrheit oder Pflicht? Ja, okay. Ich suche mir irgendwo was aus, wo es nicht mehr regnen kann. Und dann... I guess ich mach bis zum Abend. Keine Ahnung. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Werde nun Hayabubu machen. Gute Nacht, schlaf schön. Wir hatten mal ein Couple in der Klasse und die Klasse hatte quasi einen Insider, weil der Boy 14 ist und das Girl 13 war. Die haben dann gesagt, XY, du musst dich noch gedulden. Auf den Handys mit Kamera. Ach Gottchen, die Jugend. Süß. Manchmal wäre ich fast auch gern nochmal jugendlich. Dann denke ich mir aber, dass meine Jugend eigentlich eine ziemliche Scheißzeit war und dann finde ich es gar nicht so schlimm, wenn ich nicht mehr jugendlich bin. Ganz einfach. Bei dir zum Beispiel, Strohi, nehme eine Folge vom Spiel XY auf XD. Was? Okay, also ich nehme dich. Und bei Jojo, 3. Warten. Ja, lass mal bis abends warten. So, mein Feuer müsste jetzt, glaube ich, wieder ausgehen, ne? Ja, ja. Ja, ich kann es ja theoretisch nochmal anmachen. Strohi soll KH3 Critical spielen, oh. Kingdom Hearts 3 Critical. Das ist bestimmt ein Schwierigkeitsgrad, der ultra schwer ist. Du kannst fest... Ich glaube, dieses Spiel würde mich langweilen. Also dieses Wahrheit oder Pflicht. Also ich würde die ganze Zeit Wahrheit nehmen, aber dann müsste ich euch irgendeinen Scheiß erzählen. Also... Ich dachte eher an Ivana Biabus, he, oh. Link macht Russenhocke. Yo, yo. Nee, also, keine Ahnung, komm, Mond, bist du rot? Wo ist der Mond? Warum ist er nicht rot? Oh boy. Alter, ich bekomme Depressionen wegen meiner Jugend. Wieso denn? Wie viel habt ihr denn Wahrheit oder Pflicht bitte gespielt? Ja. Und der Mond so? Nee, heute bin ich mal nicht Wer da. Wer nicht Philly? Null. Die hatte ich schon mehr oder weniger Philly. Okay, du bist nicht rot. Aber guck mal, so weiß wie du bist, bist du doch bald rot, oder? Wie ist denn das? Ist der jetzt schon rot, wenn es ein Blutmond wird? Nebenbei H.E. Anton mit Markus H.E. Nein, 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 nein. Der ist, glaube ich, wahrscheinlich ist der Vollmond immer ein Blutmond, vermute ich mal, ne? Das heißt, es sind hoffentlich nicht mehr so viele Nächte. Nee, keine Ahnung. Ich, bin wirklich eigentlich ziemlich froh, dass die Zeit vorbei ist. Jo. Sieht man schon um die Zeit, dass er rot ist. Hi, Michael, hey, guys. Schule, 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 wegen meinem Gruß H.A. und Schule. Oh süß, Feli ist verliebt. Och nee, warte, wenn du verliebt bist, kann ich ja wieder nicht mit dir knuddeln. Ah. Ich denke immer, es ist der Neumond, der rot und voll ist. Ich hab keine Ahnung. Ich würde auf Vollmond tippen, aber das wäre einfach nur getippt. Bin ich blöd? Ach da. Link, das ist nicht, wie man um einen Pfosten herumläuft. Well, whatever. Ja, aber Schule...
Ich meine, in welcher Klasse bist du jetzt? Zehnte? Neunte? Zehnte sowas? Das geht doch, oder? Strohi weiß, wie man um einen... Und wie ich das weiß. Ich kann auch nichts dafür, dass der es nicht kann. Oh Gott. Oh je, das sind ja lauter so nervige Aufgaben, die man da jetzt lösen muss. Ich schau mir gerade mal so an, welche Schreine mir noch fehlen. So, komm schon, Mond. Ich vertraue dir. You can du do it. Dich warum wegen meinem Grußhaar, weil er seit 6. Klasse mein Grußhaar ist und ich bin in der 9. Oh. Okay, der ist nicht rot. Das sieht mir ungünstig aus ins Gewitter. Seit wann ist der vergessene Tempel nervig? Den hier meine ich jetzt nicht. Aber, Och, das süß. Ist lieb. Sammle lieber Koks. Das ist spaßiger. Ich kann Feli trotzdem nicht mehr knuddeln, wenn sie erstmal mit ihrem Crush zusammen ist. Och, Manno. Schon wieder. Das war mit Kaiba schon schlimm. Und Kaiba ist wirklich schlimm. So. Also der wird auch nicht rot. Das heißt, ich kann meine Waffe nochmal kaputt machen. Nee. Nee. Aber natürlich wäre der rote Mond wäre natürlich sinnvoller als der leere Neumond wäre natürlich auch sinnvoll. Oder bis jetzt rot. Du kannst doch mit anderen knuellen. Wie wäre es mit Arkti oder Michi oder Just oder Anton oder mir? Oh. Ich weiß nicht, ob das so dasselbe wäre. Oder mit Smokey. Sammle lieber Krogs. Oder Ami. Und ich muss stehe zusehen, wie er zwei Freundinnen hatte. Die eine davon ist eine meiner BFS. Mhm. Ja, zwei Freundinnen oder zwei gleichzeitig? Ja, mit Fluffy könnte ich knuddeln, das stimmt natürlich, ne? Mit Smokey habe ich schon ewig nicht mehr geschrieben. Ha. Schwierig. Arme Philly. Ja. Und mit Anton traue ich mich nicht zu knuddeln. Anton schlägt mich, wenn ich das mache. Der war schon nicht erfreut, als ich ihn abgeschlagen habe. Oh Mann, ey. Mir tut Kaninchen ja schon fast ein bisschen leid. Schon mal zu ihm gegangen und mit ihm geredet. So, Mond, komm. Ich und ein Freund. Hahaha, XD, das glaubst du doch nicht wirklich. Ja, was denn sonst? Du und zwei Freunde? Okay, ich... Aber du hast doch Kaninchen auch abgeschleckt. Nein, Kaninchen habe ich nicht abgeschleckt, hallo? Nein. Das traue ich mich ja gar nicht. Kaninchen ist ja ein Weibchen. Das geht nicht. Also separat. Ich weiß nichts von einer Dreierbeziehung. Okay, na ja, dann ist doch alles gut. I mean, sie ist positiv. Die Tatsache, dass es wohl scheinbar nicht funktioniert hat, ist ein Zeichen dafür, dass es wohl jemand anders sein muss. Also, so gesehen hast du noch alle Chancen. Okay, also der ist immer noch nicht rot. Der ist immer Natürlich noch nicht rot. Nicht, das sagen sie alle. Warum bist du so rot, Strohi? Oh. Weil ich shiny bin? Oder meinst du hier den Schild? Das ist eine Goron-Fähigkeit. Du kannst ihn dich einfach nehmen. Null. Okay, der ist immer noch nicht rot. Dreierbeziehungen sind MMN generell recht kompliziert. Alter, Dreierbeziehung wäre nichts für mich. Also glaube ich. Ich bleib bei meinem Kissen, das verlässt mich wenigstens nicht. Oh. Na, WW. Also ich werde dich auch nicht verlassen. Aber da wir nicht zusammen sind, ist das ein bisschen schwierig. Auch nie verlassen. Richtig. Wie Porgy es einfach genauso wusste. Schön. Oh Mann, ey. So, genau, die Community würde ich auch nicht verlassen.
Außer natürlich, du beschließt, dass du uns nicht mehr brauchst. Dann, vielleicht schon, weiß ich nicht. Man will ja die Leute auch nicht stören. So, jetzt könnte doch mal, oder? Jetzt wäre Neumond, wenn der Mond weiter so abnimmt. Das wäre sehr, 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 sehr praktisch. So. Na? Natürlich ist jetzt bewölkt, damit ich den Mond nicht sehe. Das ist toll! Aha. Okay, das war nicht der Mond, das ist dieser komische Strahl. Joa. Normalerweise nach meinen Berechnungen müsste jetzt Blutmond sein. Ich kann zwar nur für mich sprechen, aber um mich loszuwerden, muss man schon einiges schaffen. Sieht quasi eine Unmöglichkeit. Ja, Mann, und ich versuche es seit Jahren. Quatsch, natürlich nicht. Aber, An diesen Ort kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich mich auch nicht und ich werde ihn sehr schnell wieder vergessen, weil das eine nervige Quest ist. Muss auf. Okay, ciao Yoshi. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. No in Yoshi. Bye. Bye Yoshi. Ja, was mach ich denn jetzt? Ich sehe nicht, ob nur... Warum muss es auch denn jetzt bewölkt sein, ey? Leuchtet das Ding eigentlich vorher? Ich kann mich an diesen Ort nur erinnern, weil daneben ein Evarok mit seltenen Steinen ist. Ja, den habe ich gerade gekillt, ohne ihn zu fotografieren. Angesichts der Tatsache, dass das hier jetzt sein muss, kann ich eigentlich das Holz wieder einsammeln? Ich glaube nicht, ne? Hallo! Hallöchen! Danke für dein Follow! Das Ding, nein. Hallo! Ich glaube, zum Thema hast du mit ihm geredet. Er ist in meiner Klasse. Wir sind beide Anime-Fans. Zocken gerne, wie fast jeder Junge in meiner Klasse plus ich als einziges Mädchen. Alter, viel Hype. Du bist das einzige Hallo, Mädchen Lord. In der Jungsklasse? Boah. Hey Lordi Notblink, hi. Oh, da hinten ist ein Drache. Ha, das ist ja praktisch. Komm mal her. Also, ich hab dich schon fotografiert. Ja, dann bleib weg. Adnoxtan 13 Admichi 228 Haoitblink HI. Dann ist es perfekt. Ich glaube, sie meint das einzige Mädchen, welches zockt. Nein, sie ist das einzige Mädchen in der Klasse, das zockt. Ach so, ja, das ist ja trotzdem okay, oder? Okay, heute war scheinbar nicht Blutmond? Nein, die gerne zockt. Okay. Ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Aber ich war tatsächlich eigentlich auch der einzige Junge in meiner Klasse, der gezockt hat. Das ist echt kacke. Also bei uns haben auch die Mädchen nicht gezockt. Bei uns hat eigentlich gar keiner gezockt. Ich war einfach alleine, was das anging. Aber ich konnte ja allgemein mit den Leuten in meiner Klasse nicht wirklich was anfangen. Von daher. Meine Begrüßung wird durch die Stimme ein bisschen versaut, lol. Tja, so ist das halt. Einzige Mädchen. Meine Autokorrektur lernt wieder Deutsch, Kappa. Bei uns gibt's genug Zocker. So, ich brauche wieder Holz, ne? Was? Sowas gibt es. Was? Ja, sowas gab's tatsächlich. Also. In unserer Klasse wird nur Fortinite gezockt, Notlicketies. Oh, aua, das tut ja weh. So. Geh am besten schlafen, bevor es hier abfackelt. Erstmal mitten im Feuer schlafen gehen. Sterbe ich jetzt? Oh ne, ist ja langweilig. Okay, nächster Versuch. Dieses Mal ist es... Ich bin, neben einer anderen Person, in der Studiumsgruppe der Einzige, der zockt XD. Ja, es ist irgendwie komisch. Also diese Leute findet man irgendwie seltener, als man es denkt. Finde ich sehr, sehr schade. Ich hatte gehofft, bei mir im Studium würde das jetzt besser werden. Ich meine, Informatiker und so. Ja, man hat auch ein paar Leute, die zocken, aber mit denen habe ich jetzt auch nicht so viel zu tun gehabt. Also ich mag Fortinite nicht. Schwierig.
Schwierig.